Eigentlich mit diesem Festival gerne einmal Menschen verschiedenster Nationen, ob sie nun geflüchtet sind oder schon länger hier leben, Deutsche, Jugendliche, Kinder, also alle Bevölkerungsgruppen eigentlich, die in Neu-Isenburg leben, in einem großen musikalischen Event zusammenzubringen. Und da dachte ich mir, nun, man muss vielleicht gar nicht in die Welt reisen, um interessante Musiker oder um Musiker verschiedener Kulturen zu treffen. Man kann eigentlich vor der eigenen Haustür schauen. Ja? Und das ist letztlich das, was wir jetzt hier auch getan haben. Ja, wir haben vor der eigenen Haustür geschaut. Alle Gruppierungen, die auftreten, haben einen Bezug zu Neu-Isenburg. Und wir haben da einfach ein riesiges musikalisches Potenzial entdeckt, was in dieser Form noch nie zusammengeführt wurde. I found when we play music, all the audience, listener, just forget about like which country they belong, which community they belong. And they become like a brotherhood. It make a brotherhood in the concerts. So ist eigentlich dieses Festival exemplarisch auch ein Experiment für ein gutes menschliches Zusammenleben der verschiedenen Kulturen in dieser Stadt. Für Neu-Isenburg könnte das hoffentlich heißen, dass wenn wir in der Lage sind, die Institutionen zu inspirieren, das Ganze fortzuführen, dass wir wirklich auf die Dauer hier hoffentlich eine musikalische, eine künstlerische Institution kreieren. It will change a lot the mind of people and it will connect emotionally to each other and I think it will make world happy. Und hier ist es tatsächlich so gewesen, weil die Flüchtlinge ja nun mal nicht freiwillig ihr Land verlassen und entsprechend nicht darauf vorbereitet sind, in einem Land kommunizieren zu können, in dem man Deutsch oder bestenfalls Englisch spricht, haben wir zum Teil tatsächlich nur über die Beobachtung des Sozialverhaltens des Gegenübers beim Musikmachen Rückschlüsse darauf gezogen, was der für ein Bewusstsein von überhaupt menschlichen und sozialen und interaktionsorientierten Fragen hat. Hinterher war das die Basis, um mit vollkommen chaotischen Kinderhorden arbeiten zu können. Ich erhoffe mir davon, wenn nun in Neu-Isenburg so viele Menschen unterschiedlicher Nationen das von sich zeigen, dass das dann auch wertgeschätzt wird. Dass man den anderen in seiner Eigenart sieht und respektiert und vielleicht sogar sich begeistern lässt von der Eigenart des anderen. Wir sind mit sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen, haben auch auf sehr, sehr verschiedener Ebene mit diesen Leuten, ob Isenburger, ob Kinder, ob Erwachsene, ob Flüchtlinge, arbeiten können. Und wir freuen uns auf das große Abschlussfest übermorgen. Okay, super. Thank you.
especially in this remaining situation, for Europe to be peaceful, we need that kind of projects, actually.